ich Vogel und Glückskind. In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedes Mal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich viel Unglück, denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin, und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger. So ging es in allen Dingen. Zwar die lange Tante starb eines Tages, und er pflanzte um ihr Grab so viel Büsche und Bäume, als wenn er auf ihnen noch einmal alle die Stöcke ziehen wolle, die sie auf seinem Rücken zerschlagen hatte. Aber sein Unstern schien mit jedem Jahre nur noch mehr und mehr zuzunehmen. Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und er beschloss, in die weite Welt zu gehen. »Schlechter kann's nimmer werden«, dachte er. »Vielleicht wird's besser.« Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Tor hinaus. Vor dem Tor auf der steinernen Brücke blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pfeilern vorbeischäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm fast, als wenn es ein Unglück wäre, die Stadt, in der er so lange gelebt, zu verlassen. Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plötzlich der Wind den Hut vom Kopfe geweht und in den Fluss geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen, aber der Hut war schon unter der Brücke fortgeschwommen und tanzte auf der anderen Seite mitten im Strom. Und jedes Mal, wenn ihn eine Welle hochschob, schien er höhnisch zurückzurufen: »Adieu, Pechvogel! Ich reise! Bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast!« So machte sich denn Pechvogel ohne Hut auf den Weg. Lustige Gesellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luden ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzusetzen. Doch er schüttelte jedes Mal traurig den Kopf und sagte: »Ich passe nicht zu euch und würde euch nicht viel Glück bringen. Außerdem heiße ich Pechvogel.« Sobald sie diesen Namen hörten, wurden die lustigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten sich eilends aus dem Staube. Erreichte er abends müde ein Wirtshaus und saß er an einer einsamen Ecke des Schanktisches, den Kopf in die Hand gestützt und vor sich den zinnernen Krug mit Wein, der nimmer leer werden wollte, so trat wohl zuweilen das Wirtstöchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, so daß er sich erschrocken umdrehte, und fragte, warum er so traurig sei. Wenn er aber dann seine Geschichte erzählte oder gar seinen Namen nannte, schüttelte sie den Kopf, ging zu ihrem Spinnrad zurück und ließ ihn allein sitzen und seinen Gedanken nachhängen. Nachdem Pechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne recht eigentlich zu wissen, wohin, kam er eines Tages an einen wundervollen großen Garten, der von einem hohen, vergoldeten Geländer umgeben war. Durch das Geländer hindurch sah man uralte Bäume und niedriges Buschwerk, abwechselnd mit großen Rasenplätzen. Dazwischen schlängelte sich ein Bach, über den eine Menge kleiner Brücken führte. Zahme Hirsche und Rehe spazierten auf den gelben Sandwegen umher, kamen bis ans Gitter, streckten ihre Köpfe heraus und fraßen ihm das Brot aus der Hand. In der Mitte des Gartens aber sah man aus den Bäumen ein stattliches Schloss hervorragen. Die silbernen Dächer blitzten in der Sonne, und von den Türmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging das Geländer entlang. Endlich fand er einen großen, offenstehenden Torweg, von dem eine lange, schattige Allee gerade auf das Schloss führte. Im Garten selbst war alles still.
Kein Mensch ließ sich sehen oder hören. Am Tor hing eine Tafel. Aha, dachte er, wie gewöhnlich. Wenn man an einem recht schönen Garten vorbeikommt, wo die Tore einladend offen stehen, dann hängt immer eine Tafel daneben, worauf steht, dass der Eintritt verboten sei. Zu seiner Überraschung sah er jedoch, dass er sich diesmal täuschte. Denn auf der Tafel stand weiter nichts als: Hier darf nicht geweint werden. So, so, sagte er. Eine närrische Inschrift, zog das Taschentuch heraus und rieb sich ein wenig die Augen, denn er war nicht ganz sicher, ob nicht in einer Ecke irgendwo doch eine halbe Träne sitzen geblieben sei. Darauf trat er in den Garten ein. Der große, breite Weg, der schnurstracks aufs Schloss zulief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang, mitten zwischen hohen Jasmin- und Rosenhecken ein. Den verfolgte er und gelangte in einen kleinen Wald, aus dem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinaufführte. Als er jetzt abermals um eine Ecke bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm, und auf dem Hügel im Grase saß ein wunderschönes Mädchen. Sie hatte eine goldene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidene Schürze, rieb die Krone mit ihr, und als sie sah, dass sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und setzte sich die Krone wieder auf. Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblicke eine sonderbare Angst. Sein Herz pochte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und duckte sich nieder. Aber es war eine Berberritze, und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kitzelte ihm ein Dorn fortwährend an der Nasenspitze herum, so dass er laut niesen musste. Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern. »Warum versteckst du dich?« rief sie. »Willst du mir etwas Böses tun? Oder fürchtest du dich vor mir?« Da trat Pechvogel zitternd wie Espenlaub hinter dem Busche hervor. »Du tust mir nichts«, sagte sie lachend. »Komm her, setze dich ein wenig zu mir. Meine Gespielinnen sind alle fortgelaufen und haben mich allein gelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber was zum Lachen, hörst du? Aber du siehst ja so traurig aus. Was fehlt dir denn? Wenn du kein so finsteres Gesicht machtest, wärst du wirklich ein ganz hübscher Mensch.« »Wenn du es haben willst«, antwortete Pechvogel, »will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber wer bist du denn? Ich habe ja meinen Lebtag noch nie etwas so Schönes und Herrliches gesehen wie dich. Ich bin die Prinzessin Glückskind, und dies ist meines Vaters Garten.« »Was machst du denn hier so allein?« »Ich füttere meine Rehe und Hirsche und putze meine Krone.« »Und nachher?« »Dann füttere ich meine Goldfische.« »Und wenn du damit fertig bist?« »Dann kommen meine Gespielinnen wieder. Und dann lachen wir und singen und tanzen.« »Ach, was du für ein glückseliges Leben führst. Und das geht so alle Tage?« »Ja, alle Tage. Nun sage aber auch einmal, wer du bist und wie du heißt.« »Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur das nicht von mir. Ich bin der allerunglücklichste Mensch unter der Sonne und habe den allerhässlichsten Namen.« »Pfui«, sagte sie, »ein hässlicher Name ist sehr hässlich. In meines Vaters Ländern gibt es einen, der heißt Entengrütze, und einen anderen, der heißt Fettfleck. Du wirst doch nicht etwa so heißen.« »Nein«, antwortete er,
Entengrütze heiße ich nicht. Auch nicht Fettfleck. Mein Name ist noch viel hässlicher. Ich heiße Pechvogel. Pechvogel? Das ist ja zum Totlachen. Kannst du denn keinen anderen Namen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken. Und dann will ich meinen Vater bitten, dass er dir erlaubt, ihn zu tragen. Mein Vater kann alles, was er will, denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung tue ich es, dass du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch die Hand vom Gesicht. Du musst dir nicht immer so an der Nase herumzupfen. Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie dir noch ganz und gar verderben. Streich dir einmal die Haare aus der Stirn. So, nun siehst du doch einigermaßen vernünftig aus. Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich bin immer vergnügt und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man's gar nicht an. Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an? Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten. Der hatte mein Vater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, küsste mich auf die Stirn und sagte zu mir, »Du sollst immer da fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen. Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen. Glückskind sollst du heißen. Dich aber hat wohl keine Fee geküsst?« »Nein, nein«, antwortete er hastig. »Niemals.« Darauf wurde die Prinzessin sehr still und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen blauen Augen so sonderbar an, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Dann hob sie wieder an. Ob es auch immer eine Fee sein muss? Eine Prinzessin ist auch etwas. Komm her, knie dich einmal hin, denn du bist mir zu groß. Darauf trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuss und lief lachend davon. Ehe sich Pechvogel noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traum erwachte. Und doch fühlte er, dass es kein Traum sein könne, denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen. »Wenn ich nur meinen Hut hätte«, sagte er, »dass ich ihn in die Luft werfen könnte. Vielleicht fing er an zu trillern und flöge als Lerche davon. Zumut ist's mir so. Ich glaube wirklich, ich bin lustig. Das wäre doch zu merkwürdig.« Er pflückte sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter. Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rotsamtenes Wams mit Atlasschlitzen und ein Barett mit einer langen weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte, »Pechvogel heiße ich. Wir wollen doch sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Aber den schönsten, den es gibt, sonst nehme ich ihn nicht an.« Dann stieg er auf sein Pferd, gab ihm die Sporen, dass es lustig dahin tanzte, und setzte seine Reise fort. Prinzessin Glückskind aber, nachdem sie dem Pechvogel den Kuss gegeben hatte, lief und lief. Dann ging sie langsamer und langsamer, und zuletzt setzte sie sich auf eine Bank unweit vom Schlosse und fing an, bitterlich zu weinen, als ihre Gespielinnen zurückkehrten und sie fanden. Weinte sie noch immer. Sie versuchten, sie zu trösten, aber es half nichts. Da liefen sie in ihrer Angst zum König und riefen, »Um Gottes Willen, Herr König, ein Unglück für das ganze Land! Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint, und niemand kann ihr helfen!« Als dies der König hörte, wurde er vor Schrecken blass
und sprang eilig die Treppe in den Garten hinunter. Da saß die Prinzessin weinend auf der Bank und hatte die Krone auf dem Schoß, und es waren auf sie so viele Tränen gefallen, dass sie in der Sonne blitzte, als wenn sie mit 1000 Diamanten besetzt wäre. Der König nahm seine Tochter in den Arm und tröstete sie und redete ihr zu, aber sie weinte immerfort. Er führte sie in das Schloss und ließ ihr aus dem ganzen Lande alles, was es nur Schönes und Kostbares gab, kommen. Doch sie blieb traurig, und so oft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch ein schweres Herzeleid ihr widerfahren sei, sie antwortete nicht. Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt musste sie es sagen. Und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküsst hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde. Da schlug der König die Hände über dem Kopf zusammen. »Einen fremden, hergelaufenen Menschen, wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen, mit schlechten Kleidern und noch dazu ohne Hut. Es ist unglaublich.« »Er dauerte mich so sehr.« »Ein hübscher Grund für eine Prinzessin, den ersten besten Strolch zu küssen.« »Und Pechvogel heißt er?« »Unerhört. Aber den Menschen muss ich haben, und wenn ich ihn habe, wird er geköpft. Das ist die allergeringste Strafe, die ihn treffen kann.« Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreifen und auf den armen Pechvogel zu fahnden. »Wenn ihr einen jungen Menschen findet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weggefressen und keinen Hut hat, der ist's. Den bringt ihr sofort hierher.« Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land. Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde saß, aber sie erkannten ihn nicht, und die meisten von ihnen kehrten unverrichteter Dinge in das Schloss zurück, wo sie der König zornig anfuhr und alberne, ungeschickte Menschen schalt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien. Die Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch. Und der König tat auch weiter nichts, als dass er immer wieder seine schöne, traurige Tochter ansah und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden. So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plötzlich ein Lärmen auf dem Schlosshofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehabt, ans Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten schon zwei Reiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widerfahren wäre. Er verneigte sich vor dem Könige und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde. »Wir haben den sauberen Vogel gefangen, Majestät«, sagte der ältere der beiden Reiter. »Er muss sich aber inzwischen gemausert haben, denn eure Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge. Gewiss hätten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpel, als wir im Wirtshaus mit ihm zusammentrafen, die ganze Geschichte selbst erzählt hätte. Und wisst ihr, was er getan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden? Weitergelacht und weitergesungen. Und wie wir ihn auf sein Pferd gesetzt, zwischen unsere Pferde genommen und hierher gejagt? Geschimpft und gezankt, dass wir so langsam ritten, als wenn er es nicht erwarten könne, bis er geköpft würde. Wenn das der traurigste Mensch in der ganzen Christenheit sein soll, Majestät, so möchte ich wohl den allerlustigsten sehen. Der muss sich dann zum Frühstück die Beine ausreißen und in den Kaffee tauchen. Alles andere hat der hier schon unterwegs gemacht.« Als der König dies gehört,
trat er vor Pechvogel mit gekreuzten Armen hin und sagte, »Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin küssen zu lassen.« »Ja, Herr König, und ich bin seitdem der allerglücklichste Mensch der Welt geworden.« »Werft ihn in den Turm! Er soll morgen geköpft werden.« Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus und in den Turm. Der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. »Das ist ein schlimmer Handel«, sagte er. »Haben tue ich ihn, und geköpft wird er. Aber davon allein wird mein Glückskind nicht wieder lustig.« Dann ging er leise bis in das Zimmer seiner Tochter, sah durchs Schlüsselloch, schüttelte den Kopf, ging wieder lange auf und ab und ließ endlich seinen geheimen Rat kommen. Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte, »Ich weiß nicht, ob's hilft, aber man könnte es versuchen. Dass der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, ist sicher. Ebenso, dass unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Dass der Kuss daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also, der Pechvogel muss der Prinzessin den Kuss wiedergeben. Majestät, das ist meine untertänigste Meinung.« »Das ist ja ganz unmöglich«, erwiderte der König ärgerlich. »Und ganz gegen die Sitte meines Hauses.« »Ehrwürdige Majestät, müsste die Sache nur als Staatsakt betrachten. Dann geht es wohl, und niemand kann etwas dagegen einwenden.« Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas. Dann sagte er, »Gut, wir wollen es versuchen. Rufe alle Grafen und Ritter ins Thronzimmer und lass den Gefangenen heraufführen.« Darauf legte der König seine Staatskleidung an und nahm auf dem Throne Platz. Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rufen lassen, und um ihn herum in großem Kreise der ganze Hof, lauter vornehme Herren in goldgestickten Kleidern, mit Sternen und Schärpen. Alles war ganz still. Da ging die Tür auf, und Pechvogel wurde hereingebracht. »Du wirst morgen geköpft«, fuhr ihn der König an. »Aber zuvor wirst du augenblicklich und vor allen diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuss wiedergeben, den sie dir unüberlegterweise gegeben hat.« »Wenn ihr nur das wünscht, Herr König«, entgegnete Pechvogel, »so will ich es herzlich gern tun. Und wenn es möglich ist, dass ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiss werden.« »Das wollen wir erst einmal sehen«, unterbrach ihn der König barsch. »Diesmal könntest du dich verrechnet haben.« Darauf schritt Pechvogel auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an, und beide blieben vor dem Throne stehen. »Bist du nun wieder vergnügt, meine liebe Tochter?« fragte der König. »Ein kleines bisschen, Herr Vater«, entgegnete sie. »Aber es wird gewiss nicht lange vorhalten.« »Ja, ja«, sagte der König traurig. »Ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieder traurig geworden, wie es sein müsste, wenn's richtig wäre. Er steht ja immer noch da und lächelt und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht. Was nun anfangen?« Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise, »Ich weiß es, Vater, und will es dir sagen, aber bloß ins Ohr.« Darauf ging der König mit der Prinzessin auf den Vorsaal. Und wie sie wieder hereintraten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und
und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen: Es ist nicht zu ändern. Gottes Wille geschehe. Dies ist mein lieber Sohn. Der König wird, wenn ich einmal sterbe. Und Pechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosse und gab der Prinzessin so viele Küsse, dass sie noch viel fröhlicher wurde als zuvor. Prinzessin Glückskind aber schenkte ihm für seinen hässlichen Namen die allerschönsten, jeden Tag einen anderen. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm: Weißt du noch, wie du früher hießest? Und dann wollte sie sich totlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach: Still! Was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Ich verliere ja allen Respekt. Das Klapperstorch-Märchen. Wovon die Beine der Dackel so kurz sind und dass sie sich dieselben abgelaufen haben, weiß jeder. Wie aber der Storch zu seinen langen Beinen gekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte. 3 Tage nämlich, ehe der Storch ein kleines Kind bringt, klopft er mit seinem roten Schnabel an das Fenster der Leute, welche es bekommen sollen, und ruft: Schafft eine Wiege, ein Schleier für Fliegen, ein buntes Röcklein, ein weißes Jäcklein, Mützchen und Windel, bring ein klein Kindel. Dann wissen die Leute, woran sie sind. Doch zuweilen, wenn er sehr viel zu tun hat, vergisst er es, und dann gibt's große Not, weil nichts fertig ist. Bei 2 armen Leuten, welche im Dorf in einer kleinen Hütte wohnten, hatte es der Storch auch vergessen. Als er mit dem Kinde kam, war niemand zu Hause. Mann und Frau waren auf Feldarbeit gegangen und Türe und Fenster verschlossen. Auch war nicht einmal eine Treppe vor dem Hause, auf die er es hätte legen können. Da flog er aufs Dach und klapperte so lange, bis das ganze Dorf zusammenlief und eine alte Frau eilends aufs Feld hinaussprang, um die Leute zu holen. Herr Nachbar, Frau Nachbarin! Herr Nachbar, Frau Nachbarin! Rief sie schon von Weitem, ganz außer Atem. Um Gottes Willen! Der Storch sitzt auf eurem Hause und will euch ein kleines Kind bringen. Niemand ist da, der ihm's Fenster aufmachen kann. Wenn er nicht bald kommt, lässt er's fallen, und es gibt ein Unglück. Oben beim Müller hat er es vor 3 Jahren auch fallen gelassen, und das arme Wurm ist heute noch bucklig. Da liefen die beiden Hals über Kopf nach Haus und nahmen dem Storche das Kinde ab. Wie sie es besahen, war es ein wunderhübscher kleiner Junge, und Mann und Frau waren vor Freude außer sich. Doch der Storch hatte sich über das lange Warten so geärgert, dass er sich vornahm, ganz bestimmt den beiden Leuten nie wieder ein Kind zu bringen. Als sie endlich kamen, sah er sie schon ganz schief und ärgerlich an, und während er fortflog, sagte er noch: »Heute wird's auch wieder spät werden, ehe ich zu meiner Frau Storchen in den Sumpf komme. Ich hab noch 12 Kinder auszutragen, und es ist schon spät. Das Leben wird einem doch recht sauer.« Doch die beiden Leute hatten in ihrer Herzensfreude es gar nicht bemerkt, dass sich der Storch so schwer geärgert. Eigentlich war er ja auch ganz allein daran schuld, dass er so lange hatte warten müssen, weil er es ihnen doch vergessen hatte, vorher zu sagen. Wie nun das Kind wuchs und täglich hübscher wurde, sagte eines Tages die Frau: »Wenn wir dem guten Storch, der uns das wunderhübsche Kind gebracht hat, nur irgendetwas schenken könnten, was ihm Spaß macht. Weißt du nichts? Mir will gar nichts einfallen.«
Das wird schwer halten, erwiderte der Mann. Er hat schon alles. Am nächsten Morgen jedoch kam er zu seiner Frau und sagte zu ihr, Was meinst du, wenn ich dem Storch beim Tischler ein paar recht schöne Stelzen machen ließe? Er muss doch immer in den Sumpf, um Frösche zu fangen. Und dann wieder in den großen Teich hinterm Dorf, aus dem er die kleinen Knaben herausholt. Da muss er doch sehr oft nasse Füße bekommen. Ich dächte auch, er hätte damals, als er zu uns kam, ganz heiser geklappert. Das ist ein herrlicher Einfall, entgegnete die Frau. Aber der Tischler muss die Stelzen recht schön rot lackieren, damit sie zu seinem Schnabel passen. So, sagte der Mann. Meinst du wirklich rot? Ich hatte an grün gedacht. Aber bester Schatz, fiel die Frau ein, wo denkst du hin? Ihr Männer wisst doch niemals, was zusammenpasst und gut steht. Sie müssen unbedingt rot sein. Da nun der Mann sehr verständig war und stets auf seine Frau hörte, so bestellte er denn wirklich rote Stelzen. Und als sie fertig waren, ging er an den Sumpf und brachte sie dem Storch. Und der Storch war sehr erfreut, probierte sie gleich und sagte, »Eigentlich war ich auf euch recht böse, weil ihr mich damals so lange habt warten lassen. Weil ihr aber so gute Leute seid und mir die schönen roten Stelzen schenkt, so will ich euch auch noch ein kleines Mädchen bringen. Heute, über 4 Wochen, werde ich kommen, dass ihr mir dann aber auch hübsch zu Hause seid. Und es erst noch einmal ansagen werde ich nun nicht. Den Weg kann ich mir sparen, hörst du?« »Nein, nein«, erwiderte der Mann. »Wir werden sicher zu Hause sein. Du sollst diesmal keinen Ärger davon haben.« Als die 4 Wochen um waren, kam richtig der Storch geflogen und brachte ein kleines Mädchen. Das war noch hübscher als der kleine Junge und war nun gerade das Pärchen voll. Auch blieben beide Kinder hübsch und gesund und die Eltern auch, so dass es eine rechte Freude war. Nun wohnte aber im Dorf noch ein reicher Bauer, der besaß ebenfalls nur einen Knaben und er war noch dazu ziemlich garstig. Und der Bauer wünschte sich auch noch ein Mädchen dazu. Als er vernahm, wie es die armen Leute angefangen, dachte er bei sich, es könne ihm gar nicht fehlen. Er ging sofort zum Tischler und bestellte ebenfalls ein paar Stelzen, viel schöner als die, welche die armen Leute hatten anfertigen lassen. Oben und unten mit goldenen Knöpfen und in der Mitte grün, gelb und blau geringelt. Als sie fertig waren, sahen sie in der Tat ungewöhnlich schön aus. Darauf zog er sich seinen besten Rock an, nahm die Stelzen unter den Arm und ging hinaus an den Sumpf, wo er auch gleich den Storch fand. »Ganz gehorsamer Diener, euer Gnaden«, sagte er zu ihm und machte ein tiefes Kompliment. »Meinst du mich?« fragte der Storch, der auf seinen schönen roten Stelzen behaglich im Wasser stand. »Ich bin so frei«, erwiderte der Bauer. »Nun, was willst du?« »Ich möchte gern ein kleines Mädchen haben. Und da hat sich meine Frau erlaubt, euer Gnaden ein kleines Geschenk zu schicken. Ein paar ganz bescheidene Stelzen.« »Da mach nur, dass du wieder nach Hause kommst«, entgegnete der Storch, indem er sich auf einem Bein umdrehte und den Bauer gar nicht wieder ansah. »Ein kleines Mädchen kannst du nicht bekommen. Und deine Stelzen brauche ich auch nicht. Ich habe schon 2 sehr schöne rote. Und da ich meist nur eine auf einmal benutze, so werden sie wohl sehr lange vorhalten. Außerdem sind ja deine Stelzen ganz abscheulich hässlich. Pfui!
blau, grün und gelb geringelt, wie ein Hanswurst. Mit denen dürfte ich ja der Frau Storchen gar nicht unter die Augen kommen. Da musste der Bauer mit seinen schönen Stelzen abziehen. Und ein kleines Mädchen hat er sein Lebtag nicht bekommen. Der Wunschring. Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu: »Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? Geh 2 Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht.« Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach 2 Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, und in dem Augenblicke, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit 2 Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen, und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus, und aus dem anderen fiel ein kleiner goldener Ring. Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe Manneshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er sie probieren, er hob sich etwas über die Erde und rief dann: »Du hast mich erlöst. Nimm zum Dank den Ring, der in dem anderen Ei gewesen. Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch im Ring. Ist er getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf dass es dich nicht nachher gereue.« Darauf hob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über dem Haupte des Bauern und schoss dann wie ein Pfeil nach oben. Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begab sich auf den Heimweg. Als es Abend war, langte er in einer Stadt an. Da stand der Goldschmied im Laden und bat viele köstliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte, was er wohl wert wäre. »Einen Pappenstiel«, versetzte der Goldschmied. Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, dass es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feil hielte. Doch der Goldschmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lud den Bauer ein, über Nacht bei ihm zu bleiben, und sagte: »Einen Mann wie dich mit solchem Kleinode zu beherbergen, bringt Glück. Bleibe bei mir.« Er bewirtete ihn aufs Schönste mit Wein und glatten Worten, und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihm stattdessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an. Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, dass der Bauer aufbräche.
Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach: »Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst.« Sobald der Pfauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloss die Läden, damit niemand etwas sehe, riegelte dann auch noch die Tür hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring um und rief: »Ich will 100.000 Taler haben!« Kaum hatte er dies gesprochen, so fing es an, Taler zu regnen. Harte, blanke Taler, als wenn es mit Mulden gösse. Und die Taler schlugen ihm auf den Kopf, Schultern und Arme. Er fing an, kläglich zu schreien, und wollte zur Türe springen, doch ehe er sie erreichen und aufregeln konnte, stürzte er am ganzen Leibe blutend zu Boden. Aber das Talerregnen nahm kein Ende, und bald brach von der Latt die Diele zusammen, und der Goldschmied mitsamt dem Gelde stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die 100.000 voll waren. Und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld. Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt, und als sie den Goldschmied tot unter dem Gelde liegen fanden, sprachen sie: »Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt.« Darauf kamen auch die Erben und teilten. Unter dies ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. »Nun kann es uns gar nicht fehlen, liebe Frau«, sagte er. »Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen.« Doch die Frau wusste gleich guten Rat. »Was meinst du«, sagte sie, »wenn wir uns noch etwas Acker wünschten? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen unsere Äcker hinein. Den wollen wir uns wünschen.« »Das wäre der Mühe wert«, erwiderte der Mann. »Wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, könnten wir ihn uns vielleicht kaufen.« Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung, und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, so dass sie den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrig blieb. »Siehst du«, sagte der Mann, »wir haben den Zwickel, und der Wunsch ist immer noch frei.« Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu. »Frau«, entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übrig gebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, »was wollen wir wegen solch einer Lumperei unseren Wunsch vergeben? Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so.« Und richtig, nach abermals einem Jahr waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte: »Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte. Was wir ein Glück haben!« Doch die Frau redete ihrem Manne ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen. »Ich kenne dich gar nicht wieder«, versetzte sie ärgerlich. »Früher hast du immer geklagt und gebarmt und dir alles Mögliche gewünscht. Und jetzt, wo du's haben kannst, wie du's willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und lässt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein und alle Truhen voll Geld haben und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst.« »Lass doch dein ewiges Drängen und Treiben«, erwiderte der Bauer. »Wir sind beide noch jung und das Leben ist lang. Ein Wunsch ist nur in dem Ringe, und der ist bald vertan,
Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so heraufgekommen, dass sich alle Welt wundert? Also sei verständig. Du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten. Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich so, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre. Denn Scheuern und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller. Und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wollte er die ganze Welt verdienen. Nachdem Vespa aber behäbig und zufrieden vor der Haustüre saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ. So verging Jahr um Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge, da er aber jedes Mal erwiderte, es habe noch vollauf Zeit und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener. Und zuletzt kam es kaum noch vor, dass auch nur von dem Ring gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl 20-mal am Finger um und besah ihn sich, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen. Und 30 und 40 Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden. Der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben. Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eines von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn: »Lass den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Er ist wohl ein liebes Andenken. Und die Mutter besah sich den Ring auch so oft. Am Ende hat sie ihn dem Vater in ihren jungen Tagen geschenkt.« So wurde denn der alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, als ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist. Und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch viel mehr wert als gut Ding in schlechter. Der verrostete Ritter. Ein sehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ Gott ihn zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein, ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, ließ ihn sich am Handgelenk fest zunähen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sehe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte, einen neuen Lebenswandel anzufangen. Er entließ seine alten Freunde und Zechgenossen und nahm sich eine schöne und fromme Frau. Dieselbe hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war und darüber nachdachte, nur halb. Und wenn er bei ihr war und freundlich mit ihr sprach, gar nicht. Darum nahm sie ihn doch. Nach der Hochzeit aber, in der ersten Nacht, merkte sie es, warum er niemals den Handschuh von der linken Hand abzog, und erschrak heftig. Sie ließ sich jedoch nichts anmerken,
sondern sagte am andern Morgen zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer kleinen Kapelle, die dort stand, zu beten. Neben der Kapelle aber befand sich eine Klause, in der lebte ein alter Eremit. Der hatte früher lange in Jerusalem gelebt und war so heilig, dass die Leute von weit und breit zu ihm wallfahrteten. Den gedachte sie, um Rat zu fragen. Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange zur Jungfrau Maria und sagte dann, als er wieder herauskam, »Du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so musst du selbst auch verrosten. Viel Unrecht hat dein Mann sein Lebtag getan, und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen. Willst du für ihn betteln gehen, barfuß und in Lumpen, wie das allerärmste Bettlerweib, so lange, bis du 100 Goldgulden erbettelt hast, so ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege die 100 Goldgulden in das Kirchbecken für die Armen. Wenn du das tust, so wird Gott deinem Manne seine Sünden vergeben. Der Rost wird abgehen, und er wird wieder so weiß werden wie zuvor. Das will ich tun, sagte die Ritterfrau. Und wenn es mir noch so schwer werden wird und es noch so lange dauert, ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur auswendig verrostet. Das glaube ich ganz sicher. Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein. Und nicht lange, so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen Mantel, der war aus ebenso vielen Flecken zusammengesetzt wie Weiland das heilige römische Reich. Was aber die Flicken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen, denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt. »Willst du mir deinen Rock und deinen Mantel geben, alte Mutter?« sagte die Ritterfrau. »So schenke ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe, und meine seidenen Kleider noch dazu, denn ich möchte gern arm sein.« Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach, »Will's schon tun, mein blankes Töchterchen. Wenn's dein Ernst ist. Hab schon viel gesehen auf der Welt, auch viele Leute gefunden, die reich werden wollten. Dass aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht schmecken mit deinen seidenen Händchen und deinem süßen Frätzchen.« Aber die Ritterfrau hatte schon begonnen, sich auszuziehen und sah dabei so ernst und so traurig aus, dass die Alte wohl merkte, dass sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr sie anlegen und fragte dann, »Was willst du nun tun, mein blankes Töchterchen?« »Betteln, Mutter«, antwortete die Ritterfrau. »Betteln? Nun gräme dich nicht darum, das ist keine Schande. An der Himmelstür wird's auch mancher tun müssen, der sie unten nicht gelernt hat. Aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren. Betteln und lungern, dursten und hungern, immerdar, alle Zeit, müssen wir Bettelleut. Habt ihr was, schenkt mir was. Ach, nur ein Häppchen. Brot in den Bettelsack, Suppe ins Näpfchen. Lederne Ranzen, Röcke mit Fransen, tragen wir Bettelleut, was man erbettelt hat, wird verjucheit. Nicht wahr? Ein hübsches Lied?« sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden.
Die Ritterfrau aber wanderte durch den Wald, und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen, eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte und Leutenot. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte: »Habt ihr was, schenkt mir was, mach nur ein Häppchen!« Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen. Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, dass sie trotz ihrer Lumpen schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm Magd werden wolle. »Ich schenke dir zu Ostern einen Kuchen, zu Martini eine Gans und zu Weihnachten einen Taler und ein neues Kleid. Bist du damit zufrieden?« »Nein«, erwiderte die Ritterfrau. »Ich muss betteln gehen. Der liebe Gott will es so haben.« Darüber wurde der Bauer zornig, schimpfte und schmähte und sagte höhnisch: »Der liebe Gott will's so haben? Hä? Du hast wohl mit ihm zu Mittag gegessen. Was? Linsen mit Bratwürsten, nicht wahr? Oder du bist vielleicht seine Muhme, dass du so genau weißt, was er will. Eine faule Haut bist du. Gut für den Knüttel, zu schlecht für den Büttel.« Darauf ging er seine Wege, ließ sie stehen und gab ihr nichts. Da merkte die Ritterfrau wohl, dass das Betteln schwer sei. Sie ging jedoch weiter, und nach abermals einiger Zeit kam sie an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen. Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke. Da sie nun müde geworden war, gedachte sie sich, eine kurze Zeit auf den leeren Stein zu setzen, um auszuruhen. Kaum hatte sie jedoch dies getan, als der Bettler mit der Krücke nach ihr schlug und ihr zurief: »Mach, dass du fortkommst, du liederliche Liege! Willst du mir mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft abzwicken? Die Ecke hier hab ich gepachtet. Mach flink, sonst sollst du sehen, was mein Krückholz für ein schöner Fiedebogen ist und dein Rücken für eine närrische Geige.« Da seufzte die Ritterfrau, stand auf und ging so weit, als sie die Füße tragen wollten. Endlich kam sie in eine große fremde Stadt. Hier blieb sie, setzte sich an den Kirchweg und bettelte. Und nachts schlief sie auf den Kirchenstufen. So lebte sie Tag aus, Tag ein, und es schenkte ihr der eine einen Pfennig und der andere einen Heller. Manche aber auch gaben ihr nichts oder schimpften gar, wie es der Bauer getan hatte. Es ging aber sehr langsam mit den 100 Goldgulden, denn als sie 3 Vierteljahre gebettelt hatte, hatte sie erst einen Gulden erspart. Und genau wie der erste Gulden voll war, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie doch erlöst, weil sie hoffte, dass sie ihren Mann doch noch erlösen würde. Sie riss sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, so dass der Mantel nur noch bis an die Knie reichte, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettelte weiter. Und wenn das Kind nicht schlafen wollte, wiegte sie es und sang: »Schlaf ein auf meinem Schoße, du armes Bettelkind. Dein Vater wohnt im Schlosse, und draußen weht der Wind. Er geht in Samt und Seide, trinkt Wein, isst weißes Brot. Und sehr so uns beide, so härmt er sich zu Tod. Er braucht sich nicht zu härmen, du liegst ja weich und warm. Es ist ja noch viel ärmer, dass Gott sich sein erbarm.« Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinde und schenkten ihr mehr als früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wusste, dass sie ihren Mann gewiss erlösen würde, wenn sie nur ausharrte. Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte,
ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich, sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe. Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte, »Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht getan, wenn sie dich verließ. Man muss nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der Gute auch faul.« Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich. Als der Eremit dies gewahr wurde, ward er freundlicher und sprach, »Da ich sehe, dass dein Herz noch nicht mitverrostet ist, so will ich dir raten, tue Gutes und gehe in alle Kirchen, so wirst du deine Frau wiederfinden.« Da verließ der Ritter sein Schloss und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas. Und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen. Da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und bettelte. Und sein erster Weg war in die Kirche. Schon von Weitem erkannte ihn die Frau, denn er war groß und stattlich und trug einen goldenen Helm mit einer Geierklaue auf dem Knauf, der weithin leuchtete. Da erschrak sie, denn sie hatte erst 2 Goldgulden zusammen, so daß sie ihn noch nicht erlösen konnte. Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf, damit er sie nicht erkennen sollte, und kauerte sich so eng zusammen, als sie irgend konnte, damit er nicht ihre schneeweißen Füße sehe. Denn der Mantel ging ihr nur bis an die Knie, seit sie den Streifen für das Kind abgerissen hatte. Als aber der Ritter an ihr vorbeischritt, hörte er sie leise schluchzen, und als er ihren zerlumpten und geflickten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Schoß, welches ebenfalls nur in Lumpen gewickelt war, tat es ihm in der Seele weh. Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch Mühe gab, es zu verbeißen. Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr waren als 100 Goldgulden, legte sie ihr auf den Schoß und sagte, »Ich gebe dir alles, was ich noch habe, und sollte ich mich nach Hause betteln.« Da fiel der Frau, ohne dass sie es wollte, der Mantel vom Kopf herunter, und der Ritter sah, dass es sein eigenes angetrautes Eheweib war, der das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel er ihr um den Hals und küsste sie. Und als er vernahm, dass das Kind sein Sohn war, herzte und küsste er es auch. Doch die Frau nahm ihren Mann, den Ritter, an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie, »Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst.« Und so war es auch. Denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, der seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinde auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloss, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und so viel Gutes tat, dass ihn alle Leute lobten. Die Bettlerlumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hing er in einen kostbaren Schrein, und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein
besah sich die Lumpen und sagte, »Das ist meine Morgenandacht. Die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich's meine. Und ich gehe nachher doch noch in die Kirche.« Ein alter Herr, der viel reiste, besaß einen Koffer. Schön war der Koffer nicht, sondern grundhässlich, denn er war mit struppigem Seehundsfell überzogen und hatte eiserne Bänder und Ecken. In dem Fell aber waren schon oft die Motten gewesen, und das eiserne Beschläge war stark verrostet, hatte auch mit der Zeit manchen Buckel und manche Schmarre bekommen. »Der kann was vertragen«, sagten die Kofferträger, wenn sie ihn aus dem Wagen hoben. Bums warfen sie ihn hin, dass es krachte. Das war nun gerade nicht dazu angetan, die ohne dies schon üble Laune des alten Koffers zu mildern. Mit seinen eisernen Ecken stieß und knuffte er jeden, der ihm in den Weg kam. »Ihr braucht mir nicht zu nahe kommen«, brummte er, wenn die anderen Koffer, mit denen er zusammenreiste, sich darüber beklagten. »Ihr wollt euch doch bloß ansehen, wie struppig ich bin.« Aber der Herr, dem der Koffer gehörte, war ein Sonderling. Wenn er zu Haus war, musste der Koffer stets in seiner Stube unter dem vergoldeten Spiegel stehen, obgleich es recht komisch aussah, der alte, hässliche Koffer in der sonst ganz hübschen, gemütlichen Stube. Und wenn er reiste und irgendwo einkehrte, war es stets das Erste, dass er sich den Koffer bringen und neben sein Bett stellen ließ. »Es wird wohl Geld im Koffer sein«, meinten die Leute, »weil er ihn gar nicht aus den Augen lässt.« Doch in diesem Punkte waren sie völlig auf dem Holzwege. Etwas darin war schon, aber Geld? Nein, Geld am allerwenigsten. War nun der alte Herr ganz allein in der Stube, so drückte er auf eine geheime Feder. Schwupp sprang der Koffer auf. Und was war darin? Ein vollständig verschlossener, prachtvoller Kasten, mit rotem Samt beschlagen und mit goldenen Tressen und Schnüren besetzt. Sobald jemand anderes in die Stube eintrat, schnapp schlug der Deckel zu. Doch das Dienstmädchen des alten Herrn war sehr schlau. Einmal ließ sie die Schuhe vor der Türe stehen und schlich ganz leise in Strümpfen bis an den Koffer hin, der gerade offen stand. Sie war schon ganz dicht daneben, und als sie es so rot und golden im Koffer blinken sah, vergaß sie sich und rief, »Herrgott, der alte Koffer ist ja wohl inwendig ganz hübsch!« Da merkte der Koffer, dass jemand Fremdes da sei. Schnapp schlug er mit Gewalt zu und hätte ihr beinahe den Finger abgeklemmt, denn sie wollte eben hineingreifen, um sich zu überzeugen, ob es wirklich samt und weich wäre. »Pfui«, sagte sie erschrocken, »was ist das für ein alter, garstiger Koffer? Mit dem darf man sich gar nicht einlassen.« Wenn sie später jemand nach dem Koffer fragte, mit dem der Mann so geheim tue, und ob nicht irgendetwas Besonderes daran sei, erwiderte sie, es sei gar nichts an dem alten Koffer, und darin noch weniger. Jeder Mensch habe seine Eigenheiten, besonders was alte, unverheiratete Leute seien. Ihr Herr habe nun einmal sein Herz an den alten, struppigen Koffer gehängt. Weiter sei es nichts. Aber
es war doch etwas Besonderes in dem Koffer. Denn zuweilen riegelte der alte Herr vorsichtig sämtliche Zimmertüren zu, drückte auf die geheime Feder, so dass der Deckel aufsprang, horchte dann noch einmal, ob alles draußen still wäre, und wenn er niemanden hörte, hob er den roten Samtkasten aus dem Koffer heraus und setzte ihn vor sich auf den Tisch. Darauf drückte er auf eine zweite verborgene Feder am Kasten, und der rote Samtdeckel sprang auch auf. Und was war darin? Unglaublich aber wahr! Eine ganz niedliche, kleine Märchenprinzessin mit zwei langen Zöpfen hinten herunter und roten Hackenschuhen. Sie sprang auch sofort mit gleichen Beinen aus dem Kasten heraus, setzte sich darauf und ließ die Beine baumeln. Und das machte sie so reizend und fing dann an, die allerhübschesten Märchen zu erzählen. Und der alte Herr saß im Lehnstuhl und hörte ihr aufmerksam zu. Eines Tages, als sie eben mit dem Erzählen fertig war, sagte sie: Ich habe dir nun schon so viele hübsche Märchen erzählt. Ich glaube, du vergisst sie immer wieder. Kannst du sie nicht aufschreiben? Oh ja, antwortete der alte Herr. Aufschreiben könnte ich sie schon. Wenigstens so einigermaßen und freilich bei weitem nicht so hübsch, als du sie erzählst. Aber es darf niemand wissen, woher ich sie weiß. Und besonders nicht, dass du in dem alten Koffer steckst. Denn ich muss dich ganz allein haben, sonst kommen gleich alle Leute und wollen dich besehen und tapsen dich mit ihren ungeschickten Fingern an. Der Samt am Kasten würde auch bald schlecht werden. Nein, um Gottes Willen, entgegnete die kleine Märchenprinzessin. Aber wundern würden sich die Leute doch, wenn sie wüssten, wer in dem alten Koffer steckt. Und dann lachte sie. Still, sagte auf einmal der alte Herr. Es klopft jemand an der Türe. Kriech rasch wieder in den Kasten. Sodann trug er eilig den Kasten in den Koffer. Schnapp schlug der Deckel mit Seehundsfell zu, und als das Dienstmädchen, denn sie war es, hereinkam und den Tee brachte, stand der alte Koffer wieder ganz mürrisch und struppig unter dem Spiegel. Als sie an ihm vorbeiging, gab sie ihm heimlich und ohne dass der alte Herr es merkte, einen Fußtritt und murmelte: Alter garstiger Koffer, gestern hast du mir beinahe den Finger abgeklemmt. Die Traumbuche. 100 Jahre oder mehr ist's wohl her, dass der Blitz in sie einschlug und sie von oben bis unten auseinanderspellte. Und ebenso lange schon geht der Pflug über die Städte. Früher aber stand einige 100 Schritte vor dem ersten Hause des Dorfes auf dem grünen Rasenhügel eine alte, mächtige Buche, so ein Baum, wie jetzt gar keine mehr wachsen, weil Tiere und Menschen, Pflanzen und Bäume immer kleiner und erbärmlicher werden. Die Bauern sagten, sie stamme noch aus der Heidenzeit, und ein heiliger Apostel sei unter ihr von den falschen Heiden erschlagen worden. Da hätten die Wurzeln des Baumes Apostelblut getrunken. Und wie es ihm in den Stamm und die Äste gefahren, sei er davon so groß und kräftig geworden. Wer weiß, ob's wahr ist. Eine eigene Bewandtnis aber hatte es mit dem Baum. Das wusste jeder, klein und groß im Dorf. Wer unter ihm einschlief und träumte, des Traum ging unabweislich in Erfüllung. Deshalb hieß er schon seit undenklichen Zeiten die Traumbuche.
und niemand nannte ihn anders. Eine besondere Bedingung war jedoch dabei. Wer sich zum Schlaf legte unter die Traumbuche, durfte nicht daran denken, was er wohl träumen würde. Tat er es doch, so träumte er nichts wie Krimskrams und verworrenes Zeug, aus dem kein vernünftiger Mensch klug werden konnte. Das war nun allerdings eine sehr schwere Bedingung, weil die meisten Menschen viel zu neugierig sind, und so misslang es denn auch den allermeisten, die es versuchten. Und zu der Zeit, wo die folgende Geschichte sich zutrug, war im Dorf wohl kein einziger, weder Mann noch Weib, dem's auch nur ein einziges Mal gelungen wäre. Aber seine Richtigkeit hatte es mit der Traumbuche. Das war sicher. Eines heißen Sommertages also, da kein Lüftchen sich regte, kam auch einmal ein armer Handwerksbursche die Straße dahergewandert. Dem war es in der Fremde viele Jahre hindurch weh und übel gegangen. Als er vor dem Dorfe anlangte, drehte er zum Überfluss noch einmal alle seine Taschen um. Doch sie waren sämtlich leer. »Was fängst du an?« dachte er bei sich. »Todmüde bist du. Umsonst nimmt dich kein Wirt auf, und das Fechten ist ein beschwerliches Handwerk.« Da erblickte er die herrliche Buche mit dem grünen Rasenhügel davor, und da sie nur wenige Schritte abseits vom Wege stand, legte er sich unter sie ins Gras, um etwas auszuruhen. Doch der Baum hatte ein seltsames Rauschen, und wie er seine Zweige leise bewegte, ließ er bald hier, bald da einen feinen, glitzernden Sonnenstrahl durchfallen und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel durchscheinen. Da fielen ihm die Augen zu, und er schlief ein. Als er eingeschlafen war, warf die Buche einen Zweig mit drei Blättern herab, der fiel ihm gerade auf die Brust. Da träumte er, er säße in einer gar heimlichen Stube am Tisch, und der Tisch wäre sein, und die Stube auch, und ebenso das Haus. Und vor dem Tisch stände eine junge Frau, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und sehe ihn gar freundlich an. Und das wäre seine Frau. Und auf seinen Knien säße ein Kind, dem fütterte er seinen Brei. Und weil er zu heiß wäre, bliese er immer wieder auf den Löffel. Und da sagte die Frau, »Was du doch für eine gute Kindermuhme bist, Schatz!« und lachte darüber. In der Stube aber sprenge noch ein anderes Kind herum, ein dicker, pausbäckiger Junge, und er hätte an eine große Mohrrübe einen Bindfaden gebunden und zöge sie hinter sich her und riefe immer »Hü und Hott«, als wär's der beste Fuchs. Und alle beide Kinder wären ebenfalls sein. So träumte er, und der Traum musste ihm wohl sehr gefallen, denn er lachte im Schlaf übers ganze Gesicht. Als er aufwachte, war es schon fast Abend geworden, und vor ihm stand der Schäfer mit seinen Schafen und strickte. Da sprang er erquickt auf, dehnte und reckte sich und sagte, »Lieber Himmel, wem's so wüchse? Es ist aber doch hübsch, dass man nun wenigstens weiß, wie's ist.« Da trat der Schäfer an ihn heran und fragte ihn, woher er käme und wohin er wollte und ob er schon etwas von dem Baume gehört habe. Nachdem er sich überzeugt, dass er so unschuldig war wie ein neugeborenes Kind, rief er aus, »Ihr seid ein Glückspilz, denn dass ihr etwas Gutes geträumt habt, war ja doch auf eurem Gesicht zu lesen, hab ich euch doch schon lange betrachtet, wie ihr so dalagt.« Darauf erzählte er ihm, was es für eine Bewandtnis mit dem Baume habe. »Was ihr geträumt habt, geht in Erfüllung.
das ist so sicher als wie, dass das hier ein Schaf und das dort ein Bock ist. Frag nur die Leute im Dorf, ob ich nicht recht habe. Nun, sagt aber auch einmal, was ihr geträumt habt. Alterchen, erwiderte der Handwerksbursche schmunzelnd, so fragt man die Bauern aus. Meinen schönen Traum behalte ich für mich. Das könnt ihr mir nun schon gar nicht verdenken. Aber daraus werden tut doch nichts. Und das sagte er nicht bloß so, sondern es war sein Ernst. Denn als er nun auf das Dorf zuging, sprach er vor sich hin. Papperlapapp, Schäferschnack! Möchte wohl wissen, wo der Baum die Wissenschaft herhaben sollte. Als er in das Dorf kam, ragte am dritten Haus vom Giebel eine lange Stange heraus, an der hing eine goldene Krone, und unten vor der Haustüre stand der Kronenwirt. Der war gerade sehr guter Laune, denn er hatte schon zur Nacht gegessen und war rundherum satt, und das war seine beste Stunde. Da zog er höflich den Hut und fragte, ob er ihn nicht um einen Gotteslohn zur Nacht behalten wolle. Der Kronenwirt besah sich den schmucken Burschen, in seinen staubigen, abgerissenen Kleidern von oben bis unten. Dann nickte er freundlich und sagte, »Setz dich nur gleich hier in die Laube neben die Tür. Es wird wohl noch ein Stück Brot und ein Krug Wein übrig geblieben sein. Unterdessen können sie dir eine Streu machen.« Darauf ging er hinein und schickte seine Tochter, die brachte Brot und Wein, setzte sich zu ihm und ließ sich erzählen, wie es in der Fremde aussähe. Dann erzählte sie ihm auch wieder alles, was sie wusste, aus dem Dorf, wie der Weizen stände und dass des Nachbars Frau Zwillinge bekommen hätte und wann das nächste Mal in der Krone zu Tanz gespielt würde. Auf einmal aber stand sie auf, bog sich zu dem Handwerksburschen über den Tisch hinüber und sagte, »Was hast du denn da für drei Blätter am Latz?« Da sah der Handwerksbursche hin und fand den Zweig mit den drei Blättern, der während des Schlafes auf ihn herabgefallen war. Er stak ihm gerade im Latz. »Die müssen von der großen Buche dicht vorm Dorfe sein«, erwiderte er, »unter der ich einen kleinen Nick gemacht habe.« Da horchte das Mädchen neugierig auf und wartete, was er wohl weitersagen würde. Als er schwieg, begann sie ihn gar vorsichtig auszukundschaften, bis sie sicher war, dass er wirklich unter der Traumbuche geschlafen. Und dann ging sie so lange wie die Katze um den heißen Brei, bis sie sich überzeugt zu haben glaubte, dass er nichts von der sonderbaren Kraft und Eigenschaft der Traumbuche wisse. Denn er war ein Schalk und tat so, als wüsste er gar nichts. Als sie auch damit fertig war, holte sie noch einen Krug Wein, sprach ihm freundlich zu, dass er noch trinken möge, und erzählte ihm alles Mögliche, was sie geträumt hätte, und wie es doch gar schade wäre, dass nie etwas in Erfüllung ginge. Indem kam der Schäfer vom Felde zurück und trieb die Schafe durch die Dorfstraße. Als er an der Krone vorbeikam und das Mädchen mit dem Handwerksburschen in eifrigem Gespräch in der Laube sitzen sah, blieb er einen Augenblick stehen und sagte, »Ja, ja, euch wird er schon den hübschen Traum erzählen. Mir will er nichts sagen.« Darauf trieb er seine Schafe weiter. Da ward das Mädchen noch neugieriger, und wie er immer noch nichts von seinem Traume sagte, konnte sie es nicht mehr verwinden und fragte ihn ganz offen, was er denn, während er unter der Buche geschlafen, geträumt habe. Da machte der Handwerksbursche, der ein arger Schalk und durch den schönen Traum übermütig fröhlich gestimmt war, ein schlaues Gesicht, zwinkerte mit den Augen und sagte, »Einen herrlichen Traum habe ich gehabt. Das muss wahr sein. Aber ich getraue mich nicht zu sagen, wie er war.« Aber sie drang immer weiter in ihn
und quälte, er möchte es doch sagen. Da rückte er ganz nahe an sie heran und sagte ernsthaft: Denkt nur, mir hat geträumt, ich würde noch einmal des Kronenwirts Töchterlein heiraten und später selbst Kronenwirt werden. Da wurde das Mädchen erst kreideweiß und dann purpurrot und ging ins Haus. Nach einer Weile kam sie wieder und fragte, ob er das wirklich geträumt habe und es sein Ernst sei. Gewiss, gewiss, sagte er. Gerade wie ihr sah die aus, die mir im Traum erschienen ist. Da ging das Mädchen abermals ins Haus und kam nicht wieder. Sie ging in ihre Kammer, und die Gedanken liefen ihr übers Herz wie Wasser übers Wehr. Immer neue und immer andere und immer wieder dieselben, so dass es gar kein Ende hatte. Er weiß nichts von dem Baume, sagte sie. Er hat's geträumt. Ich mag wollen oder nicht. Es wird schon so kommen. Es ist nichts daran zu ändern. Darauf legte sie sich zu Bett, und die ganze Nacht träumte sie von dem Handwerksburschen. Als sie am anderen Morgen aufwachte, kannte sie sein Gesicht ganz auswendig. So oft hatte sie es über Nacht im Traum gesehen. Und ein schmucker Bursche war's, das ist wahr. Der Handwerksbursche aber hatte auf seiner Streu wundervoll geschlafen. Traumbuche, Traum. Und was er am Abend zu der Wirtstochter gesagt, längst vergessen. Er stand in der Wirtsstube an der Tür und wollte eben dem Kronenwirt die Hand reichen zum Abschied. Da trat sie herein, und wie sie ihn reisefertig da stehen sah, überfiel sie eine sonderbare Angst, als dürfe sie ihn nicht fortlassen. »Vater«, sagte sie, »der Wein ist immer noch nicht gezapft, und der junge Bursche hat nichts zu tun. Könnte er einen Tag hier bleiben, so möchte er sich seine Zeche verdienen und ein Stückchen Reisegeld obendrein.« Und der Kronenwirt hatte nichts dagegen, denn er hatte schon seinen Morgentrunk gemacht und gefrühstückt und war so satt, dass es seine beste Stunde war. Doch das Zapfen ging sehr langsam, und das Mädchen hatte immer dies oder jenes, weshalb der Handwerksbursche einmal aus dem Keller heraufgeholt werden musste. Als das Fass endlich leer und die Flaschen gefüllt waren, meinte sie, es wäre doch ganz gut, wenn er erst noch etwas im Feld hülfe. Und als er damit auch fertig war, fand sich noch mancherlei im Garten zu tun, woran vorher niemand gedacht hatte. So verging Woche um Woche, und jedwede Nacht träumte sie von ihm. Am Abend aber saß sie mit ihm in der Laube vor dem Haus, und wenn er erzählte, wie es ihm weh und übel unter den fremden Leuten ergangen sei, kam ihr immer eine Schnake ins Auge, oder ein Haar, so dass sie sich die Augen mit der Schürze reiben musste. Und nach einem Jahr war der Handwerksbursche immer noch im Hause, und alles war gescheuert, weißer Sand in allen Zimmern gestreut, und darauf kleine grüne Tannenzweige, und das ganze Dorf hielt Feiertag. Denn der junge Handwerksbursch hielt Hochzeit mit dem Kronenwirtskind, und alle Leute freuten sich, und wer sich nicht freute, weil er ein Neidhammel war, der tat wenigstens so. Bald darauf hatte der Kronenwirt auch wieder einmal seine beste Stunde, weil er nämlich rundherum satt war und saß, die Tabaksdose auf dem Schoß, im Lehnstuhl und schlief. Als er gar nicht wieder erwachte, wollten sie ihn wecken. Da war er tot, mausetot. Da war nun der junge Handwerksbursch wirklich Kronenwirt, wie er es im Scherze gesagt, und auch sonst traf alles ein, wie es unter der Buche geträumt.
denn sehr bald hatte er auch zwei Kinder. Und wahrscheinlich nahm er auch einmal das eine von ihnen auf den Schoß und fütterte es und blies dabei auf den Löffel. Und sicher fuhr gleichzeitig der andere Knabe mit der Mohrrübe im Zimmer umher. Obwohl der, von dem ich diese Geschichte weiß, mir es nicht gesagt hat und ich es selbst vergessen habe, ihn express danach zu fragen. Aber es wird schon so gewesen sein, weil das, was man unter der Traumbuche träumt, stets aufs Haar eintraf. Eines Tages nun, es mochten wohl an die 4 Jahre seit der Hochzeit verflossen sein, saß der junge Kronenwirt, denn das war er ja jetzt, auch einmal in der Wirtsstube. Da kam seine Frau herein, stellte sich vor ihn hin und sagte: »Denke dir, gestern unter Mittag ist einer von unseren Mähern unter der Traumbuche eingeschlafen und hat nicht daran gedacht. Weißt du, was er geträumt hat? Er hat geträumt, er wäre steinreich. Und wer ist's? Der alte Kaspar, der so dumm ist, dass er einen dauert und den wir nur aus Mitleid behalten. Was der wohl mit dem vielen Gelde anfangen wird?« Da lachte der Mann und sagte: »Wie kannst du nun das dumme Zeug glauben? Du bist sonst eine so kluge Frau. Überlege dir doch selbst, ob ein Baum, und wenn er noch so schön und alt ist, die Zukunft wissen kann.« Da sah die Frau ihren Mann mit großen Augen an, schüttelte den Kopf und sprach ernsthaft: »Mann, versündige dich nicht. Über solche Dinge soll man nicht scherzen.« »Ich scherze nicht, Frau«, erwiderte der Mann. Darauf schwieg die Frau wieder eine Weile, als wenn sie ihn nicht recht verstünde, und sagte dann: »Wozu das nur alles ist? Ich dächte, du hättest alle Ursache, dem alten heiligen Baume dankbar zu sein. Ist nicht alles eingetroffen, wie du es geträumt?« Als sie dies gesagt, machte der Mann das freundlichste Gesicht der Welt und entgegnete: »Gott weiß es, dass ich dankbar bin. Gott und dir. Ja, ein schöner Traum war's. Ist mir's doch, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Und so genau erinnere ich mich noch daran. Und doch ist alles noch 1000-mal schöner geworden, als ich es geträumt. Und du bist auch noch 1000-mal lieber und hübscher als die junge Frau, die mir damals im Traume erschienen war.« Und die Frau sah ihn wieder mit großen Augen an. Darauf fuhr er fort: »Was nun aber den Baum anbelangt und den Traum, Herzensschatz, so denke ich, wer gern tanzt, dem ist leicht gepfiffen. Und wie man in den Wald schreit, so schallt es wieder heraus. War es mir die vielen Jahre weh und übel gegangen, so war es wohl kein Wunder, wenn ich auch einmal von was Liebem träumte.« »Dass du aber gerade geträumt hast, du würdest mich heiraten.« »Das habe ich nie geträumt. Bloß eine junge Frau sah ich, mit 2 Kindern. Und sie war lange nicht so hübsch wie du, und die Kinder auch nicht.« »Pfui«, erwiderte die Frau. »Willst du mich verleugnen oder den Baum? Hast du mir nicht am ersten Tag, wo wir uns sahen, es war schon Abend und draußen in der Laube, hast du mir da nicht gleich gesagt, du hättest geträumt, du würdest mich heiraten und Kronenwirt werden?« Da fiel dem Manne zum ersten Male wieder der Scherz ein, den er sich damals mit seiner jetzigen Frau erlaubt hatte. Und er sagte: »Es kann nichts helfen, liebe Frau. Ich habe wirklich damals nicht von dir geträumt. Und wenn ich es gesagt, so war es nur ein Scherz. Du warst so neugierig, da wollte ich dich necken.« Da brach die Frau in heftiges Weinen aus und ging hinaus. Nach einer Weile ging er ihr nach. Sie stand im Hof am Brunnen und weinte immer noch. Er versuchte, sie zu trösten, doch vergeblich. »Du hast mir meine Liebe gestohlen und mich um mein Herz betrogen«, sagte sie.
Ich werde nie wieder froh werden. Da fragte er sie, ob sie ihn denn nicht lieb hätte, so lieb wie keinen anderen Menschen auf der Welt, und ob sie nicht zufrieden und glücklich miteinander gelebt hätten, wie niemand weiter im Dorf. Sie musste alles zugeben, aber sie blieb traurig wie zuvor, trotz allem Zureden. Da dachte er, lass sie ausweinen. Über Nacht kommen andere Gedanken. Morgen ist sie die Alte. Doch er täuschte sich, denn am anderen Morgen weinte die Frau zwar nicht mehr, aber sie war ernst und traurig und ging ihrem Mann aus dem Wege. Jeder Versuch, sie zu trösten, scheiterte wie am Abend zuvor. Den größten Teil des Tages saß sie in einer Ecke und grübelte. Und wenn ihr Mann hereintrat, schrak sie zusammen. Als dies mehrere Tage gedauert, ohne dass eine Änderung eintrat, befiel auch ihn eine große Traurigkeit. Denn er fürchtete, er hätte die Liebe seiner Frau auf immer verloren. Er ging still im Hause umher und sann auf Abhilfe, doch es wollte ihm nichts einfallen. Da ging er eines Mittags zum Dorfe hinaus und schlenderte durchs Feld. Es war ein heißer Julitag, keine Wolke am Himmel. Die reife Saat wogte wie ein goldener See und die Vögel sangen. Doch sein Herz war voller Bekümmernis. Da sah er von fern die alte Traumbuche stehen. Wie eine Königin der Bäume ragte sie hoch in den Himmel hinein. Es kam ihm vor, als wenn sie ihm mit ihren grünen Zweigen zuwinkte und wie eine alte Freundin zu sich riefe. Er ging hin und setzte sich unter sie und dachte an die vergangene Zeit. 5 Jahre waren ziemlich genau verflossen, seit er als ein armer Teufel zum ersten Male unter ihr geruht und so schön geträumt hatte. Ach, so wunderschön. Und der Traum hatte 5 Jahre gedauert. Und nun? Alles vorbei. Alles vorbei? Auf immer? Da fing die Buche wieder zu rauschen an, wie vor 5 Jahren, und bewegte ihre mächtigen Zweige. Und wie sie dieselben bewegte, ließ sie wie damals bald hier, bald dort einen feinen, glitzernden Sonnenstrahl durchfallen und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel durchscheinen. Da wurde sein Herz stiller und er schlief ein, denn er hatte vor Sorge die vorgehenden Nächte nicht geschlafen. Und nicht lange, so träumte er denselben Traum wie vor 5 Jahren, und die Frau am Tisch und die spielenden Kinder hatten die alten lieben Gesichter von seiner Frau und von seinen Kindern. Und die Frau sah ihn so freundlich an. Ach, so freundlich. Da wachte er auf, und als er sah, dass es nur ein Traum war, ward er noch trauriger. Er brach sich einen grünen Zweig ab von der Buche, ging nach Haus und legte ihn ins Gesangbuch. Als die Frau am nächsten Tage, es war gerade Sonntag, in die Kirche gehen wollte, fiel der Zweig heraus. Da wurde der Mann, der daneben stand, rot, bückte sich und wollte ihn in die Tasche stecken. Doch die Frau sah es und fragte, was es für ein Blatt sei. Es ist von der Traumbuche. Sie meint es besser mit mir wie du, erwiderte der Mann. Denn als ich gestern draußen war und unter ihr saß, schlief ich ein. Da wollte sie mich wohl trösten, denn mir träumte, du wärest wieder gut und hättest alles vergessen. Aber es ist nicht wahr. Es ist nichts mit der alten guten Buche.
Ein schöner, herrlicher Baum ist sie schon, aber von der Zukunft weiß sie nichts. Da starrte ihn die Frau an, und dann ging es wie ein Sonnenschein über ihr Gesicht. Mann, hast du das wirklich geträumt? Ja, entgegnete er fest, und sie merkte, dass es die Wahrheit war, denn er zuckte mit dem Gesicht, weil er nicht weinen wollte. Und ich war wirklich deine Frau? Als er auch dies bejahte, fiel ihm die Frau um den Hals und küsste ihn so oft, dass er sich ihrer gar nicht erwehren konnte. Gelobt sei Gott, sagte sie. Nun ist alles wieder gut. Ich hab dich ja so lieb, wie du es gar nicht weißt. Und ich hab die Tage solche Angst gehabt, ob ich dich denn auch wirklich lieb haben dürfte und ob mir nicht Gott eigentlich einen anderen Mann bestimmt hatte. Denn mein Herz gestohlen hast du mir doch, du böser Mann. Und ein bisschen Betrug war auch doch dabei. Ja, gestohlen hast du es mir. Aber nun weiß ich doch, dass es dir nichts geholfen hat und dass es auch ohnedem so gekommen wäre. Darauf schwieg sie eine Weile und fuhr dann fort. Nicht wahr? Du sprichst nie wieder schlecht von der Traumbuche? Nein, niemals. Denn ich glaube an sie. Vielleicht etwas anders als du, aber darum doch nicht weniger fest. Verlass dich darauf. Und den Zweig wollen wir vorn ins Gesangbuch heften, damit er nicht verloren geht. Drei Schwestern mit den gläsernen Herzen. Es gibt Menschen mit gläsernen Herzen. Wenn man leise daran rührt, klingen sie so fein wie silberne Glocken. Stößt man jedoch derb daran, so gehen sie entzwei. Da war nun auch ein Königspaar, das besaß drei Töchter, und alle drei hatten gläserne Herzen. Kinder, sagte die Königin, nehmt euch mit euren Herzen in Acht. Sie sind zerbrechliche Ware. Und sie taten es auch. Eines Tages jedoch lehnte sich die älteste Schwester zum Fenster hinaus, über die Brüstung, und sah hinab in den Garten, wie die Bienen und Schmetterlinge um die Levkojen flogen. Dabei drückte sie sich ihr Herz. Kling ging es, wie wenn etwas zerspringt, und sie fiel hin und war tot. Wieder nach einiger Zeit trank die zweite Tochter eine Tasse zu heißen Kaffee. Da gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas springt, nur etwas feiner als das erste Mal, und auch sie fiel um. Da hob sie ihre Mutter auf und besah sie, merkte aber bald zu ihrer Freude, dass sie nicht tot war, sondern dass ihr Herz nur einen Sprung bekommen hatte, jedoch noch hielt. »Was sollen wir nun mit unserer Tochter anfangen?« ratschlagten der König und die Königin. »Sie hatte einen Sprung im Herzen, und wenn er auch nur fein ist, so wird es doch leicht ganz entzwei gehen. Wir müssen sie sehr in Acht nehmen.« Aber die Prinzessin sagte, »Lasst mich nur. Manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, nachher gerade noch recht lange.« Indessen war die jüngste Königstochter auch groß geworden und so schön, gut und verständig, dass von allen Seiten Königssöhne herbeiströmten und um sie freiten. Doch der alte König war durch Schaden klug geworden und sagte,
Ich habe nur eine ganze Tochter, und auch die hat ein gläsernes Herz. Soll ich sie jemandem geben, so muss es ein König sein, der zugleich Glaser ist und mit so zerbrechlicher Ware umzugehen versteht. Allein es war unter den vielen Freiern nicht einer, der sich gleichzeitig auf die Glaserei gelegt hatte. Und so mussten sie alle wieder abziehen. Da war nun unter den Edelknaben im Schloss des Königs einer, der war beinahe fertig. Wenn er noch dreimal der jüngsten Königstochter die Schleppe getragen hatte, so war er Edelmann. Dann gratulierte ihm der König und sagte ihm: »Du bist nun fertig und Edelmann. Ich danke dir. Du kannst gehen.« Als er nun das erste Mal der Prinzessin die Schleppe trug, sah er, dass sie einen ganz königlichen Gang hatte. Als er sie ihr das zweite Mal trug, sagte die Prinzessin: »Lass einmal einen Augenblick die Schleppe los. Gib mir deine Hand und führe mich die Treppe hinauf. Aber fein zierlich, wie es sich für einen Edelknaben, der eine Königstochter führt, schickt.« Als er dies tat, sah er, dass sie auch eine ganz königliche Hand hatte. Sie aber merkte auch etwas. Was es aber war, will ich erst nachher sagen. Endlich, als er ihr das dritte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter um und sagte zu ihm: »Wie reizend du mir meine Schleppe trägst! So reizend hat sie mir noch keiner getragen.« Da merkte der Edelknabe, dass sie auch eine ganz königliche Sprache führte. Der König dankte und gratulierte ihm und sagte, er könne nun gehen. Als er ging, stand die Königstochter an der Gartentüre und sprach zu ihm: »Du hast mir so reizend die Schleppe getragen wie kein anderer. Wenn du doch Glaser und König wärst!« Darauf antwortete er, er wolle sich alle Mühe geben, es zu werden. Sie möge nur auf ihn warten. Er käme gewiss wieder. Er ging also zu einem Glaser und fragte ihn, ob er nicht einen Glaserjungen gebrauchen könne. »Jawohl«, erwiderte dieser, »aber du musst 4 Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahr lernst du die Semmeln vom Bäcker holen und die Kinder waschen, kämmen und anziehen. Im zweiten lernst du die Ritzen mit Kitt verschmieren. Im dritten Glas schneiden und einsetzen. Und im vierten wirst du Meister.« Darauf fragte er den Glaser, ob er nicht von hinten anfangen könne, weil es dann doch schneller ging. Indes der Glaser bedeutete ihm, dass ein ordentlicher Glaser immer von vorn anfangen müsse, sonst würde nichts Gescheites daraus. Damit gab er sich zufrieden. Im ersten Jahre holte er also die Semmeln vom Bäcker, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt. Im dritten lernte er Glas schneiden und einsetzen. Und im vierten Jahre wurde er Meister. Darauf zog er sich wieder seine Edelmannskleider an, nahm Abschied von seinem Lehrherrn und überlegte sich, wie er es anfinge, um nun auch noch König zu werden. Während er so auf der Straße, ganz in Gedanken versunken, einherging und aufs Pflaster sah, trat ein Mann an ihn heran und fragte, ob er etwas verloren habe, dass er immer so auf die Erde sähe. Da erwiderte er: »Verloren habe er zwar nichts, aber suchen täte er doch etwas, nämlich ein Königreich«, und fragte ihn, ob er nicht wisse, was er zu beginnen habe, um König zu werden. »Wenn du ein Glaser wirst«, sagte der Mann, »wüsste ich schon Rat.« »Ich bin ja gerade ein Glaser«, antwortete er, »und eben fertig geworden.« Als er dies gesagt, erzählte ihm der Mann die Geschichte von den 3 Schwestern mit den gläsernen Herzen und wie der alte König durchaus seine Tochter nur einem Glaser vermählen wolle. »Anfangs«, so sprach er,
war noch die Bedingung, dass der Glaser, der sie bekäme, auch noch ein König oder ein Königssohn sein müsse. Weil sich aber keiner finden will, der alles beides ist, Glaser und König zugleich, so hat er etwas nachgegeben, wie es der Klügste immer tun muss, und zwei andere Bedingungen gestellt. Glaser muss er freilich immer noch sein, dabei bleibt es. Welches sind denn die beiden Bedingungen? Fragte der junge Edelmann. Er muss der Prinzessin gefallen und Samtpatschen haben. Kommt nun ein Glaser, welcher der Prinzessin gefällt und auch Samtpatschen hat, so will ihm der König seine Tochter geben und ihn später, wenn er tot ist, zum König machen. Es sind nun auch schon eine Menge Glaser auf dem Schloss gewesen, aber der Prinzessin wollte keiner gefallen. Außerdem hatten sie auch alle keine Samtpatschen, sondern grobe Hände, wie das von gewöhnlichen Glaser nicht anders zu erwarten ist. Als dies der junge Edelmann vernommen, ging er in das Schloss, entdeckte sich dem König, erinnerte ihn daran, wie er bei ihm Edelknabe gewesen sei, und erzählte ihm, dass er seiner Tochter zuliebe Glaser geworden und sie nun gar gern heiraten und nach seinem Tode König werden wolle. Da ließ der König die Prinzessin rufen und fragte sie, ob der junge Edelmann ihr gefiele. Und als sie dies bejahte, weil sie ihn gleich erkannte, sagte er dann weiter, er solle nun auch seine Handschuhe ausziehen und zeigen, ob er auch Samtpatschen habe. Aber die Prinzessin meinte, dies sei unnötig. Sie wisse es ganz genau, dass er wirklich Samtpatschen habe. Sie hätte es schon damals gemerkt, als er sie die Treppe hinaufgeführt hätte. So waren denn beide Bedingungen erfüllt. Und da die Prinzessin einen Glaser zum Mann bekam und noch dazu einen mit Samtpatschen, so nahm er ihr Herz sehr in Acht und es hielt bis an ihr seliges Ende. Die zweite Schwester aber, welche schon den Sprung hatte, wurde die Tante, und zwar die allerbeste Tante der Welt. Dies versicherten nicht bloß die Kinder, welche der junge Edelmann und die Prinzessin zusammen bekam, sondern auch alle anderen Leute. Die kleinen Prinzessinnen lehrte sie lesen, beten und Puppenkleider machen. Den Prinzen aber besah sie die Zensuren. Wer eine gute Zensur hatte, wurde sehr gelobt und bekam etwas geschenkt. Hatte aber einmal einer eine schlechte Zensur, dann gab sie ihm einen Katzenkopf und sprach, »Sage einmal, sauberer Prinz, was du dir eigentlich vorstellst. Was willst du später einmal werden? Heraus mit der Sprache, nun wird's bald.« Und wenn er dann schnuckste und sagte, »König«, lachte sie und fragte, »König? Wohl König Midas. König Midas hochgeboren mit zwei langen Eselsohren.« Dann schämte sich der, welcher die schlechte Zensur bekommen hatte, gewaltig. Und auch diese zweite Prinzessin wurde steinalt, obwohl ihr Herz einen Sprung hatte. Wenn sich jemand darüber wunderte, sagte sie regelmäßig, »Was in der Jugend einen Sprung kriegt und geht nicht gleich in zwei?« Das hält nachher oft gerade noch recht lange. Und das ist auch wahr. Denn meine Mutter hat auch so ein altes Sahnetöpfchen, weiß, mit kleinen bunten Blumensträußen besät. Das hat einen Sprung, solange ich denken kann, und hält immer noch. Und seit es meine Mutter hat, sind schon so viele neue Sahnetöpfchen gekauft, und immer wieder zerbrochen worden, dass man sie gar nicht zählen kann. Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und dem König, der nicht das Brummeisen spielen konnte. Der König von Makronien, der sich schon seit einiger Zeit gerade in seinen besten Jahren befand, war eben aufgestanden
und saß unangezogen auf dem Stuhl neben dem Bett. Vor ihm stand sein Hausminister und hielt ihm die Strümpfe hin, von denen der eine ein großes Loch an der Ferse hatte. Aber obwohl er den Strumpf mit großer Sorgfalt so gedreht hatte, dass der König das Loch nicht merken sollte, und obschon der König sonst mehr auf hübsche Stiefeln als auf ganze Strümpfe zu achten pflegte, war das Loch dem königlichen Scharfblicke diesmal doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumpf aus der Hand, fuhr mit dem Zeigefinger durch das Loch, so daß er bis zum Knöchel herausguckte, und sagte dann seufzend: »Was hilft's mir, daß ich König bin, wenn ich keine Königin habe? Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nähme?« »Majestät«, antwortete der Minister, »das ist ein sublimer Gedanke. Ein Gedanke, der gewiß auch mir ganz untertänigst aufgestiegen wäre, wenn ich nicht gefühlt hätte, dass ihn Eure Majestät jedenfalls heute selbst noch zu äußern geruhen würden.« »Schön«, erwiderte der König, »aber glaubst du, dass ich so leicht eine Frau finden werde, die für mich passt?« »Pah«, sagte der Minister, »10 für eine.« »Vergiss nicht, dass ich große Ansprüche mache. Wenn mir eine Prinzessin gefallen soll, muss sie klug und schön sein. Und dann ist noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderes Gewicht lege. Du weißt, wie gern ich Pfeffernüsse esse. In meinem ganzen Reiche ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht, wenigstens richtig zu backen. Nicht zu hart und nicht zu weich, sondern gerade knusprig. Sie muss durchaus Pfeffernüsse backen können.« Als der Minister dies hörte, bekam er einen heftigen Schreck, doch sammelte er sich rasch wieder und entgegnete: »Ein König wie Eure Majestät werden ohne Zweifel auch eine Prinzessin finden, die Pfeffernüsse zu backen versteht. Nun, dann wollen wir uns zusammen umsehen«, versetzte der König. Und noch an demselben Tage begann er in Begleitung des Ministers die Rundreise zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wusste, dass sie Prinzessinnen zu vergeben hatten. Aber es fanden sich nur 3 Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, dass sie dem Könige gefielen, und von diesen konnte keine Pfeffernüsse backen. »Pfeffernüsse kann ich freilich nicht backen«, sagte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte, »aber hübsche kleine Mandelkuchen. Bist du damit nicht zufrieden?« »Nein«, erwiderte der König, »es müssen partout Pfeffernüsse sein.« Die zweite Prinzessin, als er die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte mit der Zunge und sagte ärgerlich: »Lasst mich mit euren Albernheiten zufrieden. Prinzessinnen, welche Pfeffernüsse backen können, gibt es nicht.« Am schlimmsten ging es aber dem König bei der dritten, obwohl sie die schönste und klügste war, denn sie ließ ihn gar nicht bis zu seiner Frage kommen. Sondern ehe er sie noch hatte tun können, fragte sie selbst, ob er wohl auch das Brummeisen zu spielen verstünde. Und als er dies verneinte, gab sie ihm einen Korb und meinte, es tue ihr herzlich leid, er gefalle ihr sonst ganz gut, aber sie höre das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht spielen könne. Da fuhr der König mit dem Minister wieder nach Haus, und als er aus dem Wagen stieg, sagte er recht niedergeschlagen: »Das wäre also nichts gewesen.«
aber ein König muss durchaus eine Königin haben. Und nach längerer Zeit ließ er daher den Minister noch einmal zu sich kommen. Und er öffnete ihm, er habe es aufgegeben, eine Frau zu finden, die Pfeffernüsse backen könne, und beschlossen, die Prinzessin zu heiraten, welche sie damals zuerst besucht hätten. Es ist die, welche die kleinen Mandelkuchen zu backen versteht, fügte er hinzu. Gehe hin und frage, ob sie meine Frau werden will. Am nächsten Tage kam der Minister zurück und erzählte, dass die Prinzessin nicht mehr zu haben sei. Sie hätte den König aus dem Lande, wo die Kapern wachsen, geheiratet. Nun, dann gehe zur zweiten Prinzessin. Allein der Minister kam auch dieses Mal wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Der alte König habe gesagt, er bedauere unendlich, aber seine Tochter sei leider gestorben und so könne er sie ihm nicht geben. Da besann sich der König lange, weil er aber durchaus eine Königin haben wollte. So befahl er dem Minister, er solle doch auch noch einmal zur dritten Prinzessin gehen. Vielleicht habe sie sich inzwischen anders besonnen. Und der Minister musste gehorchen, obgleich er sehr wenig Lust verspürte und obschon ihm auch seine Frau sagte, dass es gewiss recht unnütz wäre. Der König aber wartete ängstlich auf seine Rückkunft, denn er gedachte der Frage wegen des Brummeisens, und die Erinnerung daran war ihm ärgerlich. Die dritte Prinzessin jedoch empfing den Minister sehr freundlich und sagte zu ihm, eigentlich hätte sie sich ganz bestimmt vorgenommen, nur einen Mann zu nehmen, der das Brummeisen zu spielen verstünde. Aber Träume seien Schäume und besonders Jugendträume. Sie sehe ein, dass sich ihr Wunsch nicht erfüllen ließe. Und da der König ihr sonst sehr gut gefalle, so wolle sie ihn schon zum Manne nehmen. Da fuhr der Minister zurück, was die Pferde jagen wollten, und der König umarmte ihn und gab ihm den ganzen Schranzenorden mit Brettern, den Orden am Hals und die Bretter noch höher zu tragen. Bunte Fahnen wurden in der Stadt ausgehangen, Girlanden von einem Haus zum andern quer über die Straßen gezogen und die Hochzeit so herrlich gefeiert, dass die Leute 14 Tage von weiter nichts sprachen. Der König und die junge Königin aber lebten in Lust und Freude ein ganzes Jahr lang. Der König hatte die Pfeffernüsse und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen. Eines Tages jedoch stand der König früh mit dem falschen Beine zuerst aus dem Bette auf und alles ging verkehrt. Es regnete den ganzen Tag, der Reichsapfel fiel hin und das kleine Kreuz, was obendrauf ist, brach ab. Dann kam der Hofmaler und brachte die neue Karte vom Königreiche. Und als der König sie besah, war das Land rot angestrichen, statt blau, wie er befohlen. Und endlich, die Königin hatte Kopfschmerzen. Da geschah es, dass das Ehepaar sich zum ersten Male zankte. Warum? Wussten sie am anderen Morgen selbst nicht mehr? Oder wenn sie es wussten, wollten sie es wenigstens nicht sagen. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippisch und behielt stets das letzte Wort. Nachdem sie sich beide lange Zeit hin und her gestritten, zuckte die Königin endlich verächtlich mit den Achseln und sagte, ich dächte, du wärest nun endlich still und hörtest auf, alles zu tadeln, was dir vor die Augen kommt.
Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spielen.« Aber kaum war ihr dies noch entschlüpft, als der König ihr schon ins Wort fiel und giftig antwortete: »Und du kannst nicht einmal Pfeffernüsse backen.« Da blieb die Königin zum ersten Male die Antwort schuldig und wurde ganz still, und beide gingen, ohne weiter ein Wort zu wechseln, auseinander, jedes in seine Stube. Hier setzte sich die Königin in die Sofaecke und weinte und dachte: »Was du doch für eine törichte Frau bist! Wo hast du nur deinen Verstand gehabt? Dümmer hättest du es gar nicht anfangen können.« Der König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und sagte: »Es ist doch ein wahres Glück, dass meine Frau keine Pfeffernüsse backen kann. Was hätte ich ihr sonst erwidern sollen, als sie mir vorwarf, dass ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde?« Nachdem er dies wenigstens 3 oder 4 Mal wiederholt hatte, wurde er immer vergnügter. Er fing an, seine Lieblingsmelodie zu pfeifen, besah sich dann das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Taschentuch einen Spinnenfaden abzuwischen, der der Königin gerade über die Nase herabhing, und sagte endlich: »Sie hat sich gewiss recht geärgert, die gute kleine Frau. Ich werde einmal sehen, was sie macht.« Damit ging er zur Tür hinaus auf den langen Gang, auf welchen alle Zimmer mündeten. Weil aber an diesem Tage alles verkehrt ging, so hatte der Kammerdiener vergessen, die Lampen anzuzünden, obgleich es schon 8 Uhr abends und stockdunkel war. Daher streckte der König die Hände vor sich, um sich nicht zu stoßen, und tappte vorsichtig an der Wand hin. Plötzlich fühlte er etwas Weiches. »Wer ist da?« fragte er. »Ich bin es«, antwortete die Königin. »Was suchst du, mein Schatz?« »Ich wollte dich um Verzeihung bitten«, erwiderte die Königin, »weil ich dich so gekränkt habe.« »Das brauchst du gar nicht«, sagte der König und fiel ihr um den Hals. »Ich habe mehr Schuld als du und längst alles vergessen. Aber, weißt du, 2 Worte wollen wir in unserem Königreiche bei Todesstrafe verbieten lassen. Brummeisen und...« »Und Pfeffernüsse«, fiel die Königin lachend ein, indem sie sich heimlich noch ein paar Tränen aus den Augen wischte. Und damit hat die Geschichte ein Ende.